Sie sind hier, 4. September 2018, 17.44 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jascha Sütterlin verpasste den Sieg erneut knapp. Urheberrecht Getty Images. Jascha Sütterlin schafft es bei der dritten Etappe der Tour of Britain ins Spitzenfeld, verpasst den Sieg aber erneut. Chris Froome verliert Zeit. Der deutsche Zeitfahrspezialist Jascha Sütterlin hat auch bei der dritten Etappe der Tour of Britain den Tagessieg nur knapp verfehlt. Der 25-Jährige vom Team Movistar kam nach 127,2 Kilometern im Schlusssprint in Bristol als Achter ins Ziel. Den Sieg holte sich der Franzose Julian Alaphilippe, Quickstep. Die Gesamtführung übernahm der Neuseeländer Patrick Bevin, BMC, der er als Zweiter über die Ziellinie rollte. Sütterlin verbesserte Alaphilippe, Gewinner des Bergtrikots der Tour de France 2018, ist mit 2 Sekunden Rückstand Gesamtdritter. Sütterlin verbesserte sich um einen Rang auf Platz 4, der Freiburger liegt 12 Sekunden hinter Bevin. Die britischen Lokalmatadoren Geraint Thomas 59. 1.23 Minuten, Sieger der Tour 2018, und Chris Froome 93. 5.36 Uhr, vom Team Sky verloren auf dem dritten Teilstück wertvolle Sekunden. Die vierte Etappe führt das Fahrerfeld am Mittwoch über 183,5 Kilometer von Nuneaton in das Royal Leamington Spa von Sportinformationsdienst.